So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das befindet sich hier auf diesem Teller. Könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Weil ich mich nicht alleine traue, haben wir noch einen Stargast dabei, der jetzt reinkommt. Komm mal her, Muttertier, komm mal kurz ran. Ich hab das. Ah. Und es ist nicht der Hannes. Es ist nicht, nein, es ist nicht der Hannes. Es ist auch nicht die Jenna, es ist nicht Pupsi, es ist nicht Adi. Adi sitzt da unten, es ist das Muttertier. Und weil es ja ernst wird, brauchen wir natürlich Cabbies. Hab für das Muttertier auch ein Cabby. Die mag das aber nicht falsch rum aufsetzen, hat sie gesagt. Die will das vorne rum aufsetzen. Genau. So. Hier ist ein Teller vorbereitet. Was das ist, zeigen wir euch gleich. Das riecht auf jeden Fall schon die ganze Zeit, meine ganze Wohnung voll, den ganzen Kühlschrank voll. Als Pupsi letztens da war, hat sie gleich gesagt, oh, was ist denn das? Oh, ich komm nicht mehr zu dir. Ich habe gesagt, erst muss ich das testen, bevor das dann weg ist. Und so lange muss es halt jetzt riechen. Und damit wir uns Mut antrinken können, haben wir kleine Homer-Gläschen. Wollen wir ganz kurz hier jetzt zur Vorbereitung einen Dosmas-Zimtlikör trinken. Das war gar nicht meine Idee, das wollte die Mama unbedingt so, gell? Ja, ganz bestimmt. Obwohl bei dir weiß man nicht, was schlimmer ist. Ja, weil der Zimtlikör schon eklig ist für mich. Im Endeffekt findet die Mama dann den Dosmas schlimmer. Ja, als die Frucht. Als die Kurzfrucht, die hier liegt. Das ist nämlich eine Kurzfrucht, dazu aber gleich. Prost. Danke fürs Dabeisein und dass ich da nicht alleine durch muss. Ein Dosmas Zimtlikör. Er brennt schon mal ordentlich alles durch, damit man sich jetzt hier rantrauen kann. So, das möchten wir mal zeigen. Hier steht nämlich original drauf, Durian. Durian King of Fruit, Temp for Keep 10 bis 12 Grad. Also der soll bei 10 bis 12 Grad gelagert werden, die Frucht. Guck mal, wie lange. Und da ist auch hier, das sind 500 Gramm sind da drin. 3075 Kilojoule, Kohlenhydrate 135 Gramm, Dietri Fiber 1900 Gramm bei 500 Gramm, das finde ich ja richtig genial. Fett 26 Gramm, Protein 7 Gramm. Das Ding ist frisch verschlossen. Das Ding kommt aus Thailand eingeliefert. Das ist, da steht überall Keep Refrigerated, Keep, Produkt vom Thailand, was? Keep Refrigerated. Es kam in einer Styroporbox mit Kühlpads drin. Dann lag das hier eine Woche bei uns im Flur. Jetzt habe ich es ein bisschen im Kühlschrank gehabt. Und jetzt wollen wir das mal aufmachen. Hier ist extra dieses. Original verpackt in dieser Schachtel. Die gibt es sicherlich so zu kaufen im Asialaden in Thailand. Ne? Ich denke mal, dort wird es wie wenn du in den Supermarkt gehst und dir ein Bündel Bananen kaufst. Wirst du sagen: Ach, der Durian, ne? Komm heute für abends. Und wo wächst es eigentlich, die Frucht? Also ich meine. Die Kurzfrucht wächst am Kurzbaum, genau. So einfach muss man sich erklären. Baum? Weiß ich nicht. Oder an einem Strauch. Die kommt bestimmt tief aus der Galle von irgendjemandem, der. Oder in der Erde. Über der Erde. Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt mal auf. Da ist immer noch ein Dings drauf. Da ist ja. Und hier ist auch noch eins. Das ist gar nicht nur dieses frische Siegel. Da ist ringsherum noch mehr und noch mehr. Ah, die, pass auf. Jetzt riech mal dran. Ich finde es nämlich eklig, aber die Mama sagt, so schlimm ist es doch gar nicht. Gleich nicht mit Fenster aufmachen. Naja. Ja, Adi riecht. Adi. Jetzt kommt der Adi hoch, schnüffelt was und haut wieder ab. Das sieht irgendwie pervers aus. Ich weiß nicht wie. Das ist ja weich. Da ist hier drinnen, es ist voll dunkel. Das ist total schmierig. Das ist noch in so einem Papier drin. Ich finde, es riecht irgendwie mega stark nach Zwiebeln und gleichzeitig aber auch irgendwie nach Fisch. Es hat so eine kleine Suströming-Note, würde ich sagen. Ist bestimmt fermentiert. Du sagst Kraut? Ja, so Weißkraut oder Wirsing, der riecht da irgendwie so, wenn man den. Also wenn man das richtig lange tief einatmet, dann kann man schon würgen, sage ich mal. Würgen. Aber wir wollen ja nicht würgen, wir wollen das ja jetzt probieren. Aber bist du sicher, dass das noch gut ist? Warte mal, wir sind gut drauf. Wir nehmen nicht die große. Die sind nämlich unterschiedlich groß. Wir nehmen die kleine. Jetzt ist diese große Fette noch drin. Die hebe ich dann mal auf, bis Shenaya kommt oder Hannes. Mal gucken, wie die dann aussieht. Aus, weil hier ist mehr dunkel.
Und jetzt haben wir das, diesen Papier eingewickelt, dieses eklige Etwas, was wir jetzt hier irgendwie mal aufmachen wollen. Das dunkle Stück. Mach das. Nee, da unten dran ist es. Mach das ab. Ist nicht gut. Nee. Guck mal, ob das andere auch so aussieht. Jetzt sieht's aus wie ein Fisch. Hier sieht richtig schmierig und schleimig ja, und gammelig so aus. Ist. Du fährst hier drüber und das. Ja, na das. Im Endeffekt ist das gerade eine Fischschuppe und mehr ist es nicht. Mach das andere mal. Ich will jetzt mal. Ich will gucken, wie das aussieht, ob es auch so aussieht. Nee, das andere müssen wir zulassen. Nein, ich will sehen, ob das auch so aussieht. Wir schneiden das jetzt mal hier auf. Dafür muss ich mal die Kamera kurz anders hinstellen. Ja, die Hose geschmiert. Ja, die Hose kommt dann weg. Dann stinkt genau, ich am ganzen Tag nachher hier nach Hose. So, mal ganz kurz für euch. Wir wollten uns das ja teilen. Ich mache mal jetzt hier so einen Schnitt quer durch diese Frucht durch, um zu schauen, was uns da im Inneren erwartet. Da ist ein Kern drin. Ein Kern. Ein Kern, ein Stein, ein. Sieht immer mehr aus wie ein ich Tier. Ich glaube trotzdem nicht, dass das so sein muss. Nicht wie was anderes. Guckt euch das an. Ich glaube das nicht. Kann man da auch reinbeißen? Nein, eine Kerne. Sieht man gerade gar nicht, was man hier macht. Kern kannst du doch nicht reinbeißen, der ist doch hart. Ja, dann sieht das doch aber lustig aus, wie das hier so auseinander geht. Hat auch eine komische Konsistenz, merke ich gerade. Also lecker ist anders. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier was hinlegen soll. Du wolltest das ja mit Messer und Gabel vielleicht hier was abschneiden und probieren. So sieht das jetzt erstmal für euch aus. Sieht das appetitlich aus oder nicht? Das ist in der Mitte jetzt geteilt. Jetzt muss ich es mir wieder in die Hose ziehen. Nein, dann nimm doch mal ein Taschentuch. Ich habe keins. Das ist schlechte Vorbereitung. Das machen wir jetzt wieder hoch. Willst du dir jetzt was abschneiden oder was? Ja? Du willst schneiden. Ich würde das jetzt nehmen, einfach mal. Ich nehme mal hier das Stück. Das, du kannst das ganze Stück mit einmal reinstecken. Das größere, flatschige. Und beiß jetzt einmal hier rein an den Rand. Nee. Ich mache mir erstmal hier was ab. Und? Nach was schmeckt's? Lecker. Also irgendwie tief im Inneren hat's. Tief im Inneren, weil es schlecht ist, tief im Inneren. Ah. Na, innen ist besser als außen. Was? Echt? Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe jetzt irgendwie so eine Schokokaramellnote plötzlich im Mund. Zwischendurch dachte ich, ach, ist ja wie Banane. Irgendwo hatte ich was Hartes, wo ich drauf gebissen habe. Also dieser eklige Geruch außen ist halt wirklich außen der eklige Geruch. Und die ersten paar Bisse, finde ich, ist das halt auch noch schmierig und schleimig und ein bisschen richtig eklig von der Konsistenz, sodass man ein bisschen Überwindung braucht. Geschmacklich innen drin ist das ja was ganz anderes. Ich finde, das ist gar nicht so ganz so schlimm, aber. Ja, das schmeckt ja ich fast. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich so sein muss. Ich auch nicht, aber egal. Geschmacklich ist es ja fast ganz gut. Hm. Vor allem, was du schneidest hier ab. Ich schneide mir jetzt einfach mal ein Stück von deinem ab. Wenn dein so gut ist, ja. Das hat. Was ist denn das für eine Note? Das ist irgendwie eine komische Note. Ich. Ich könnte mir vorstellen, wenn die frisch ist, also wenn du die frisch kriegst, ja, dass es dann vielleicht appetitlicher ist, als wenn es schon, wie lange hast du das jetzt schon da? Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Es hat außen halt so eine sehr säuerliche Note, das ganze Weiche, was außen so extrem ist so halt irgendwie total säuerlich. Aber dann schmeckt es irgendwie, wie wenn du einen Fruchtcocktail hast aus der Dose. Und innen drin, ich habe schon wieder diesen besonderen Geschmack. Schmeckt irgendwie wie so,
weiß ich nicht, ich kann, eine Kakaonote, eine Nussnote, irgendwas. Was ist das denn in der Mitte, dass, wenn das Schleimige weg ist und du innen drin auf dieses feste Fleisch kommst? Was ist das? Nach was schmeckt das? Keine Ahnung. Nicht immer nur Nein sagen, auch mal selber hier gucken, was das ist. Kann er mal hier drüben nochmal ran? Ich weiß nicht noch, was das schmeckt. So, weil hier, verdammt, soll ich sagen, weil hier ist nicht so viel weich dran. Dabei fällt es gerade alles komplett auseinander und ist einfach nur noch schmierig, wenn man hier so drückt. Aber dieses Fleisch sieht so besonders aus. Ich kann es nicht beschreiben, ich weiß nicht. Mit irgendwas hat es eine Ähnlichkeit, irgendwas, was ich kenne. Schmeckt auch so ähnlich, nichts aus dem Fruchtbereich, irgendwas anderes. Alles sowas Ähnliches, was so ähnlich schmeckt. Wüsste ich jetzt nicht. Irgendwas, Kürbis. Irgendwas Gebäckartiges Kürbis, oder so. Nee, irgendwie, mich erinnert das an. Irgendwie komischer Kürbis. Oder irgendwas Kuchenartiges bei mir. Ja, deswegen bin ich ja auch auf dieser Kakao-Karamellnote hängen geblieben. Naja. Die Konsistenz ist trotzdem eklig. Pervers. Es ist trotzdem beim Essen irgendwie unangenehm. Also, selbst wenn es innen drin jetzt nicht so schlimm ist und nicht so eklig schmeckt, wie es außen erstmal komplett riecht. Aber jetzt riecht es nicht mehr, oder? Der Geruch ist, also, man merkt nichts mehr. Der Geruch ist jetzt in einem drin, ja. Ja, das kann natürlich sein. Boah, sonst ist noch so viel da. Wenn du dann das ausatmest, dann, wenn du dann bei irgendjemand in der Nähe bist. Das Stück hier ist so viel fester als das innen drin, das Zeug. Auf jeden Fall ist das alles komplett matschig und abartig. Habt ihr schon mal Kotzfrucht probiert? Habt ihr schon mal Durian getestet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem war das jetzt hier nur die kleine, wenn ich mir dann hier diesen Kern angucke. Der Kern, der irgendwie aussieht, als wäre er hier aufgesprengt. Und dann ist aus dem aufgesprengten Arsch, kommt dann hier dieses ganze weiße Gefiesel raus. Was ist das? Was kann man das auch aufschneiden? Jetzt muss ich mal gucken. Quatsch. Ich will jetzt in den Kern gucken. Dodafisch. Da. Ist das schwarz oder was ist das? Nee, hohl. Ach. Der Kern ist einfach nur Kern. So. Sieht's im Kern aus. Der ist halt guckt etwas weicher, der Kern, als bei anderen. Als bei der Pflaume zum Beispiel. Oder jetzt hat's gerochen zum Beispiel wie ein Pfirsichsekt. Hä? Wenn du dir so ein wie sanften Engel Pfirsichsekt einschenkst und dann einen Schluck trinken willst und ach, das ist ein Prosecco, ne? Also, wisst ihr ja, mit was sie das herstellen oder was sie damit machen. So, willst du noch was? Oder lieber nicht? Was machst du jetzt mit dem Rest? Man weiß es nicht genau. Vielleicht ist ja auch nur der Kern das, was man essen muss. Weil das ist die Frucht. Das muss man und das ist das Erbrochene, was sich drumherum gesammelt hat. Das sind die Auswüchse. Das ist mutiert. Der Kern ist mutiert. Es hat so eine extrem bissige, säuerliche Note und dann kommt plötzlich dieses bodenständige, dieses pfirsichmäßige, karamellbraunartige Gebäck, Spekulatius, irgendwas in irgend so eine Richtung so. Ja, Schokokaramellgebäck. Ich glaube aber trotzdem, das war es von unserer Seite aus, also. Wir haben es überlebt, so schlimm war es gar nicht. Jetzt hätte ich gerne noch ein Dosmas getrunken, aber habe eh die Hände voll und dann meckert das Muttertier wieder. Ich muss ja noch heimfahren, deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Muttertier. Ja, tschüss. Ja, komm, ess den Rest noch. Tschüss. Ich habe ja noch eine übrig für später, du kannst es ruhig haben. Tschüss.